Ich bin gerade unterwegs mit der Kleinen und nutze die Chance jetzt beim Wageln, dass ich euch mal zu einem ganz, schon fast zur Klassiker, sag ich mal, von Event was ich erzähle. Es geht um den E-Rush. Ja, die Hitze bringt mich um. Es geht. Und, was tust? Ich bin gerade noch im Rekuperationsmodus. Hast du die Verbindung mit deinem Rad oder was? Nein, ich muss die Batterie aufladen. Ah ja. Was da so abgeht und was das eigentlich ist, das erzähle ich euch genau in diesem Video. Wir sind mitten auf der Märchenwaldrunde. So schön da. Kann man es schon aushalten daheim. Es geht um den E-Rush. Der E-Rush ist wirklich das Event im Jahr, wo ich jetzt seit, ich glaube 5 Jahren auf jeden Fall, jährlich dabei bin. Ich habe nichts ausgelassen. Ich mache immer so ein bisschen die Streckenführung, das Guiding und ein bisschen Fahrtechniktraining für die Trailgruppe, also wirklich für die Motivierten, die halt Bock haben, viel Höhenmeter zu kurbeln, die Bock haben, Single Trails zu fahren und wirklich auch mega im Gelände unterwegs zu sein. Wir schaffen es eigentlich jedes Jahr dann doch wieder recht sportliche Runden zu machen, auch teilweise mit ein bisschen Liftunterstützung, um halt noch mehr Downhill-Höhenmeter zu sammeln. Ja, und es zählt aber bei dem Event, muss man ganz klar sagen, das Gesamte. Also wirklich die Stimmung, diese Crew, die da jedes Jahr beieinander ist, die ist einzigartig. Ja. Nächstes Jahr geht es hier rüber Richtung Steinplatte. 3 Kilometer Felsformation musst du abzahlen, wenn du runter willst. Aber hoch kannst du mit einem Kabelcar. Ja, das war's auch schon wieder aus dieser Tiroler Ecke. Wir schalten zurück ins Sendestudio. Und das ist echt mal so der, ja, einer der Hauptbreaks vom Alltag übers ganze Jahr gesehen für mich, definitiv. Das Programm dieses Jahr war ein bisschen speziell, also wir hatten einfach eine Base im Hotel und sind von dort aus jeden Tag echt coole Runden gefahren. Erster Tag ging schon gut los, wir sind losgefahren, also wir waren motiviert, es hat nämlich sehr nach Regen ausgeschaut und der Regen kam dann auch. Wir haben es aber durchzogen, wir sind raufgetreten auf die hohe Salve, wir sind dann schön eingekehrt. Am zweiten Tag ging es dann los mit der Trailgruppe, mit dem Tom Oehler war noch der Superfreak auf dem Trail, der eigentlich überall nur rumhupft und auf dem Vorderrad und Hinterrad fährt, mega geil. Die ganze Gruppe von mir wollte einfach Single Trails fahren. Wir wollten ins Gelände, deswegen sind wir gefahren den Sun Trail, den Fleckalm Trail, den Kirchberg dann, also das klassische, noch den Hahnenkamm Trail. Also wir haben echt, glaube ich 6000 Tiefenmeter zusammengebracht und noch einige Höhenmeter, die wir getreten haben. Haben dann auch nochmal gecheatet, um nochmal Fleckalm zu fahren, sind einmal mit dem Lüftaufer. Haben wir es wieder geschafft? Ski. Wir hocken mit dem E-Bike in der Gondel. Wir wollen heute Tiefenmeter fahren, und zwar Trailhöhenmeter sammeln. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir so frei sind und die E-Bikes mit in die Gondel nehmen. Ich weiß, das ist immer ein bisschen strange, aber hilft ja nichts. So können wir alles vereinen und werden uns dann richtig Spaß haben auf dem Fleckalm-Trail. Also es ist so von allem ein bisschen was dabei, dass man wirklich was mitnehmen kann. Und eigentlich vom Volleinsteiger bis zum Geübteren, der dann eben bei mir und beim Tom in dem Fall mitfahren kann. Es war einfach schon eine geile Zeit am zweiten Tag. Und am dritten Tag hat man dann wirklich eine Tour vor uns. Und da war das Ziel, das größte Gipfelkreuz, das es so gibt, das steht bei Fieberbrunn am Berg oben. Das war wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Das Gipfelkreuz heißt Jakobskreuz, für jeden, der es mal auschecken mag. Und wir haben es geschafft, also mit viel Akkusparen eine sportliche Runde zu fahren. Also es war alles dabei, es waren Höhenmeter dabei, es war sauheiß. Wir sind gleich einmal den Hahnenkamm-Trail runter nach Kitzbühel und dann nochmal rauf, Trail runter in Richtung Fieberbrunn. Und von dort aus nochmal raufgetreten zum Jakobskreuz. Also das war wirklich sportlich. Und die Jungs waren teilweise am Limit, teilweise ein bisschen drüber. Aber jeder hat es geschafft und wir haben uns dann unser Bierchen wirklich verdient am Ziel. So schaut es grundsätzlich aus. Wie gesagt, im Allgemeinen, es geht um den Spaß, es geht um die Gruppe, um das, dass man einfach mal wieder ohne Alltagsstress und ohne den Wahnsinn, den man halt so im Leben hat mit Kids und den ganzen Verpflichtungen, Job und so weiter, ohne diesem Ganzen einfach mal nur auf dem Radl miteinander Zeit haben, die wirklich
es zulässt, mal wieder abzuschalten. Und am besten natürlich mit seinen besten Spätzeln abzuschalten. In die Pedale treten, schauen, dass sich die Kurbel dreht. Darum geht's. Genau. Also, wer mal Bock hat, das zu erleben, wir werden nächstes Jahr mit Sicherheit wieder aufbrechen zum nächsten E-Rush. Infos gibt's immer bei mir auf der Instagram-Seite. Wenn es wieder soweit ist, habe ich es immer in die Stories oder mache einen Post. Ja, schau mal, wo es nächstes Jahr abgeht. Ich freue mich. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch mit dabei. Also, macht es gut und bis bald. Servus, ciao, habitere.